Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest und habt schön mit eurer Familie gefeiert und habt natürlich auch das bekommen, was ihr alles wolltet. Und heute gibt es auf jeden Fall wieder eine Folge geheime Waffen in Modern Warfare. Eigentlich war es ja schon in der letzten Folge extrem knapp mit geheimen Waffenvarianten bzw. geheimen Waffen, aber ich habe nochmal 5 rausgesucht und ja, falls ihr Bock drauf habt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Videos verpassen wollt, dann lasst doch auch gerne ein kostenloses Abo da. Und ja, ich würde sagen, starten wir direkt rein mit der ersten Waffe. Let's go. So, bevor wir jetzt wirklich starten, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu den Waffen sagen. Also es sind keine komplett neuen Waffen, aber es sind auf jeden Fall Waffenvarianten von Waffen, die wir schon im Game haben, die, wenn man sie ein bisschen verändert, komplett andere Waffen sind. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt an mit der ersten Waffe und diese Waffe ist wirklich stark. Die Waffe ist jetzt mit dem Season 1 Update in das Game reingekommen und zwar geht es um die G36C aka Holger 26. Die G36C kennen wir schon aus Modern Warfare 3 und aus dem alten Modern Warfare Teil. Die Holger 26 ist ja standardmäßig ein leichtes Maschinengewehr, aber mit den richtigen Aufsätzen wird das Ganze zur G36C und ich zeige euch jetzt, welche Aufsätze ihr dafür braucht. Um aus der Holger 26 die G36C zu machen, müsst ihr auf jeden Fall nehmen bei den Aufsätzen, bei der Mündung nichts. Beim Lauf nehmt ihr den XRK Ultraleichenlauf, beim Laser nichts, beim Visier nichts und beim Schaft auch nichts. Beim Unterlauf nehmt ihr den Kommando Vordergriff und bei der Munition das 30 Schuss Magazin, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, sonst habt ihr das Trommelmagazin, das standardmäßige und die Waffe ist einfach viel, viel unbeweglicher. Beim Griff benutzt ihr das gemusterte Griffband für die ZV-Geschwindigkeit, das ist auch nochmal gut. Da ist die Waffe ein bisschen spielbarer und als extra Fingerfertigkeit. Ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon versprechen, die G36 ist die Waffe hier in diesem Countdown, in diesem Video, die in meinen Augen wirklich am besten ist. Also diese Waffe ist wirklich krank, also eine der stärksten Waffen aktuell im Game, finde ich persönlich. Und ja, testet's gerne und jetzt würde ich sagen, gucken wir das Ganze in-game an. Und so sieht die G36 in-game aus, hat sich nicht großartig verändert zu den alten CODs und ist wirklich eine extrem starke Waffe und ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Waffe. Let's go. Die nächste Waffe, die wir haben, ist auf jeden Fall eine Waffenvariante der MP5 und zwar ist das die MP5-10 bzw. die MP10 und wirklich eine sehr, sehr starke Waffe der MP5. Allgemein, die MP5 ist wirklich eine übertrieben starke Waffe und ich zeige euch jetzt, welche Aufsätze ihr dafür braucht. So, um aus der MP5 die MP5-10 Variante zu machen, müsst ihr auf jeden Fall benutzen bei den Aufsätzen, bei der Mündung nichts, beim Lauf den FFS, Leitlauf, das ist der erste, den man freischalten kann, dann beim Laser nichts, beim Visier auch nichts, beim Schaft benutzt ihr den klassischen geraden Schaft, das ist der zweite, den man freischaltet. Beim Unterlauf benutzt ihr den Söldner Vordergriff. Und bei der Munition das 10mm 30 Schuss Automagazin, das ist das zweite, was man freischalten kann. Und beim Griff benutzt ihr auch nicht. Oder als extra wieder Fingerfertigkeit, damit die Waffe ein bisschen spielbarer ist. Diese MP5-Variante ist wirklich nice, also testet sie gerne und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze in-game an. Und so sieht das Ganze in-game aus. Ist natürlich kein Riesenunterschied zur normalen MP5, aber ich finde es trotzdem cool, wie viel unterschiedliche Varianten man dieses Jahr von Waffen machen kann. Also durch dieses Gunsmith hat man wirklich extrem viele Freiheiten. Schreibt mir auch gerne hierzu eure Meinung in die Kommentare. Feiert ihr es so, wie es damals war, also mit relativ wenigen Aufsätzen, oder feiert ihr es, wie es dieses Jahr ist, dass man wirklich unnormal viele Freiheiten hat? Und ja, das war auf jeden Fall die MP5-10 und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Waffe. So, die nächste Waffe ist eine M4-1 Variante und zwar geht es um die Colt 9mm Variante, quasi eine MP-Variante der M4-1 und ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze machen könnt. So, um aus der Standard M4-1 die Colt 9mm zu machen, also wirklich eine kranke MP-Variante der M4, zeige ich euch auf jeden Fall jetzt, welche Aufsätze ihr benutzen müsst. Bei der Mündung benutzt ihr nichts, beim Lauf benutzt ihr den ersten Lauf, den ihr freischalten könnt, beim Laser nichts, beim Visier auch nichts. Und beim Schaft benutzt ihr das Fortstack-Nahkampfvisier, das ist das letzte, was man freischalten kann. Beim Unterlauf benutzt ihr nichts. Bei der Munition benutzt ihr das 9mm Parabellum Magazin. Das Magazin macht die Waffe auch quasi zu einer MP, beziehungsweise lässt die Waffe viel, viel schneller schießen und die Schussrate steigt deutlich. Und beim Griff benutzt ihr das gemusterte Griffband für die Rückstoßkontrolle. Und schon habt ihr die MP-Variante der M4-1. Es ist wirklich eine gute Waffe, zum Beispiel auf Maps wie Shoothouse, Shipment oder allgemein kleine Maps. Dafür ist die Waffe wirklich perfekt und wir schauen uns das Ganze in-game an. Und das ist auf jeden Fall die Colt 9mm Variante der M4-1. Also man sieht schon, die Waffe ist ein bisschen kleiner als standardmäßig. Es ist wirklich eine MP-Variante. Und durch das Parabellum-Magazin hat man nochmal eine höhere Schussrate und das ist wirklich perfekt für kleine Maps wie zum Beispiel Shoothouse oder Shipment. Und ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Waffe. So, als nächstes haben wir eine Waffe, die wir eher aus den Black Ops-Teilen kennen. Und zwar geht es um die RPK Variante der AK-47. Einfach auch eine klassische Call of Duty Waffe und ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze macht. So, um aus der AK-47 das RPK zu machen, müsst ihr auf jeden Fall nehmen bei den Aufsätzen, bei der Mündung nichts, beim Lauf benutzt ihr den zweiten Lauf, den 23 Zoll RPK-Lauf. Klingt auf jeden Fall auch logisch, beim Laser nichts, beim Visier nichts, beim Schaft auch nichts. Beim Unterlauf benutzt ihr das Zweibein, bei der Munition das 40 Schuss Magazin, beim Griff das gemusterte Griffband für die ZV-Geschwindigkeit und als extra wieder Fingerfertigkeit. Und schon habt ihr die RPK-Variante der AK-47 in
Modern Warfare und wir schauen uns das Ganze wieder in-game an. Und so sieht die RPK in-game aus. Ist natürlich kein großer Unterschied zu AK-47, da es ja im Endeffekt einfach nur ein AK-47 mit Langlauf und einem Zweibein ist. Aber ist natürlich die RPK, die wir auch aus Black Ops zählen kennen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur letzten Waffe in diesem Countdown. So, als letztes haben wir eine Waffe, die jetzt eigentlich, ja, muss ich schon ehrlich zugeben, nicht wirklich effektiv ist. Aber sie gab es natürlich auch in älteren Call of Duty Teilen, beziehungsweise in einem Call of Duty Teil. Und zwar in Call of Duty Ghost. Es geht um die Oden. Und zwar die VKS-Variante von der Oden. Die VKS war ja damals ein Scharfschützengewehr in Call of Duty Ghost, aber dieses Jahr ist das Ganze kein Scharfschützengewehr, ist aber trotzdem die VKS vom Aussehen und ja, ihr könnt es gerne testen, ist natürlich extrem uneffektiv, aber ist natürlich ein cooler Effekt. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall die Aufsätze, die ihr benutzen müsst, um die VKS zu bekommen. Bei der Mündung braucht ihr auf jeden Fall den Kolossus-Schalldämpfer, das ist der mittlere, den man freischalten kann. Beim Lauf den Odenfabrik 420mm Lauf, das ist der letzte, den man freischalten kann. Beim Laser nichts. Beim Visier nehmt ihr das Zielfernrohr und beim Schaft nichts. Beim Unterlauf nehmt ihr das Zweibein, bei der Munition nichts und beim Griff das gemusterte Griffband. Und schon habt ihr die VKS und das sieht schon wirklich aus wie eine Sniper, aber wenn man dann wirklich in-game damit spielt, merkt man einfach, dass es ein wirklicher Krampf ist. Aber testet sie gerne und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal in-game an. Und so sieht die VKS in-game aus. Natürlich sieht es aus wie eine Sniper, aber wenn man dann anfängt zu schießen, merkt man ganz schnell, das ist ganz, ganz schwieriges Thema. Das wären auf jeden Fall alle 5 Varianten aus diesem Countdown von heute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr geheime Waffen sehen wollt, checkt gerne die anderen Videos ab. Sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Unter anderem mit der M16, der Honey Badger aus Ghost und auch mit vielen, vielen weiteren geheimen Waffen. Und ja, also das wäre es auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Videos verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren und feiert schön noch die Tage bis Silvester. An Silvester wird, denke ich, spätestens die letzte Folge Road to Damascus mit den MPs kommen. Das Ganze wird natürlich mit der MP7 sein und wir werden endlich die Platin-Tarnung freischalten. Also seid da gerne aktiv und Leute, das wär's mir. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.